Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Pine, in dem ich gerade versuche, zum Groff zu kommen. Ja, ja, du. Und ja, es ist nicht mal so einfach. Jetzt habe ich erst einmal Ewigkeiten den Aufzug gesucht, weil ich habe mich ja natürlich in unser Dorf geportet, dass wir schneller da sind. Geh weg. Lass mich halt in Ruhe. Ich bin doch in eine ganz andere Richtung unterwegs, Mensch. Ja, jedenfalls, wir sollten es dann auch gleich geschafft haben, dorthin zu kommen, wenn wir nicht noch 10-mal von irgendwelchen Hühnern attackiert werden. So, ihr interessiert mich jetzt auch gerade nicht. Ich bin gerade voll mit allem. Das Holz sammle ich noch ein. So, da vielleicht noch. Da ist nichts, okay. So, jetzt muss ich nur wieder mal den Höhleneingang finden. Das ist ja immer das... Moment, da. Ich glaube, da muss ich an dem Dorf vorbei. Da geht nichts drumrum. Ich muss drumrum. Na gut. Aber jetzt bin ich mal gespannt, weil er macht ja eine Rüstung für uns, ne? Ja, ja. Ihr seid alle ganz toll und böse und... Ich will nichts von euch. Lasst mich in Ruhe. So, ich möchte auf jeden Fall dieses Teil da vom Groff bekommen. Es ist immer gut, wenn man irgendwelche Ausrüstungen oder Taschen oder irgend sowas bekommt. Sobald man die Möglichkeit hat, das zu holen, sollte man das auch tun. So, und ich war schon ganz froh, dass wir die ersten 25 für den großen Beutel dann gefunden haben, weil das eine enorme Hilfe ist. Also wirklich enorm. Das ist ja schon fast schon Cheating. Nein, Quatsch. Das haben wir schon gemacht. Die brauchen wir nicht mehr. So. Jetzt bin ich echt gespannt. Das muss ja dann eine 5-Stern-Rüstung sein oder sowas, die wir da bekommen von ihm. Ey, yo, servus, Groff. Bin wieder da. Fabelhaft, hiermit präsentiere ich dir die Begalit-Panzerhandschuhe. Robust bis dort hinaus und ich mache einen kompletten Satz davon. Dafür brauche ich von dir nur noch 5 Amphiskuskugeln und 3 Begalit. In Ordnung, hoffentlich kann ich das finden. Okay, also er hat uns jetzt anscheinend schon was gegeben. Ah, da. Begalit Panzerhandschuhe, 5 Sterne. Segmentierte Panzerhandschuhe, die verhindern, dass dem Träger die Finger abgeschlagen werden. Anziehen. Yes. Das sind doch mal Dinger, ha? Das sind mal Handschuhe, ehrlich. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob wir nochmal 4 Stück finden von den Dingern. Weil wir haben ja im Grunde schon sehr viel abgegrast von den Ländereien. Jetzt weiß ich nicht, kann ich mich von hier aus porten? Weil das wäre nämlich schon nicht schlecht. Unsere Quest geht weiter. Nirgends. Gerade im Moment geht unsere Quest nirgends weiter. Das heißt, wir schauen nochmal ganz kurz auf die Ziele. Finde ich schon. Da, das da, der Grabgucker. Präsentiere dich mit der Perlenhalskette einem Gollerdigack-Häuptling. Das sollten wir tun, oder? Warte mal, die kann ich verfolgen. Ach so, suspended. Erlange den Status freundlich oder neutral bei den Gollerdigack. Boah, den müssen wir jetzt dann richtig viel spenden. Weil diese nämlich am untersten Anschlag, was die Freundlichkeit angeht, die sind uns auf jeden Fall nicht sehr wohlgesonnen. Aber gut, unsere Tasche ist voll. Also neutral sollten wir doch zumindest hinkriegen, oder? Es wäre schon nicht schlecht. Neutral bei den Gollerdigack. 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 Genau, Gollerdigack. Er hat sich die Namen nur einfallen lassen, ehrlich wahr.
euch will ich nichts. Ganz ruhig bleiben. Zinkblume, alles gleich einsammeln, ne? Sind da auch Golle, die Gack? Oder was ist hier? Mal gucken. Moment, Karte raus. Rechts von mir ist der Spender. Oder? Ah, da. Da ist er. Und das sind, jawohl, die Goller, die Gack. So, die sind mir natürlich feindselig. So, wir brauchen am besten Trockenton. Da habe ich doch. Nein, das ist Stumpfels. Ui. Trockenton? Hm, aber Stumpfels, den da können wir auf jeden Fall schon mal weggeben, ne? Das ist klar. So, dann könnten wir, wir haben ganz viel, glaube ich, von dem Holz. Ah, wenn man da immer klicken muss, das ist manchmal vor allem eins zu weit geklickt und du bist wieder ganz unten. So, wir fangen einfach mal oben an. Morgenheu, wie schaut's aus? Trockenton? Ah, Trockenton ist auf jeden Fall sehr ergiebig, so wie es auch auf der Liste drüben steht, ne? Das ist klar. Dann haben wir noch Vogelpfeffer, Sandstein und Nuktus. Wie ist es denn mit dem Schottermoos? Ja, ein bisschen geht es auch nach oben. Machen wir bis 6 Stück. Dann hier Fechselessenz. Oh, da geht es aber richtig gut hoch. Dann haben wir hier nochmal die Kariblin-Essenz. Oh yes. Dann haben wir hier nochmal eine Golladigak. Ja, das macht was aus. Dann können wir auf jeden Fall Stumpffels. Ja, obwohl, Stumpffels ist nicht so gut, ne? Grobknochen auch nicht. Oh, da haben wir nochmal Schmutzleressenz. Oh, das, so, dass wir zumindest noch 3 von jedem haben. Das ist schon ganz gut. So, Glattperle. Oh, das macht einen Sprung nach oben. Das ist doch gut. Komm, da schmeißen wir jetzt mal rein, alles. Wir sind doch immer feindselig, alles klar. Wir haben aber auch immer noch von den Glattperlen welche. Oh, warte mal, die da könnten auch was geben. Oh yes, die hüpfen gleich auf grün. Wie viel haben wir denn von dem Bigalit? 6 Stück. Ich könnte noch Fluffy-Eier dazulegen. Da habe ich, glaube ich, auch recht viel. Oder von den Dingern, Schnapperantenne. Machen wir noch Schnapperantennen 2 Stück. Und... neutral. Okay, gut. Neutral ist ja schon mal herrlich. Ich habe jetzt allerdings... ja, ja, die... Moment. Du hast aber eigentlich gar keine Rüstung, ne? Du Sauren, du dummer Bock. Ah, wirst du das bleiben lassen? Am Ende werde ich noch drauf gehen. Du hast aber ein bisschen was einstecken gehabt. Das ist schon in Ordnung. Gut, gut. So, da wollten wir hin. Immer dem Ziel nach. Ich meine, wir haben ja die Perlenhalskette schön an. Das ist... oh, Zapfen. Das ist, man erschrickt trotzdem immer noch, wenn man diese Hühner hört, ne? Ah, ich brauche Energy. Kommt gleich nochmal einer hinterher. Du hast genug zum Essen einstecken. Yes, weil dann können wir nämlich auch wesentlich länger rennen. Gleich noch ein wenig hier durchs Unterholz, ob wir hier noch was finden können. Zum Beispiel Zapfen. Das ist jetzt nur die Frage.
Das ist jetzt genau auf der anderen Seite von dem Fels, ne? Okay, dann gehen wir links rum. Hat sich schon erledigt dann. Hat sich quasi selbst beantwortet. Aber die Handschuhe, das musste schon sein. Aber das versteht ihr auch. Wer würde das nicht so machen? Hebt bitte die Hand. Ja, es ist gut, dass man da jetzt auch nicht auf Gewicht oder sowas achten muss, sondern es ist halt einfach dann gegenstandsbeschränkt, also auf die Menge. Wenn ich jetzt 30 Holz einstecken habe, dann muss ich die halt verarbeiten oder einfach nur mal sammeln. Also sollte das der Grund sein, weil jetzt ja dann der Rucksack voll ist. Aber ansonsten, solange ich sammeln kann, sammle ich. Und entscheiden, was ich wegschmeiße, kann ich dann immer noch in dem Moment, wo es soweit ist. So, das müsste ja dann auch Goller die Gack sein. Nein, das sind die Füchse, die Fechsel. Servus. Mit denen bin ich aber neutral, oder? Ja, mit denen bin ich neutral, das ist gut. Neutral ist immer schon mal besser wie feindselig. Da geht's in die Wüste rüber. Und wo? Wir könnten hier mal ganz kurz zum Händler schauen. Der ist da oben, oder? Ja, da ist der Händler. Servus! Aber wir müssen Freunde sein zum Handeln, ne? Das weiß ich schon. Aber gucken wir mal, ob du irgendwas Interessantes hast, was ich lohnen würde. Nein, hat sich eher übrig. Also von daher, tschüss. Ist ja wahrscheinlich eh so, dass wenn ich denen jetzt wieder irgendwas schenke, dann werde ich mit den Golladigak wieder feindselig oder so. Na, da müssen wir da runter. Da müssen wir ein bisschen bergsteigen. So, ich hoffe jetzt, da ist kein Felsen. Nein, ist nicht. Wir können also ganz bequem hier reinspringen. Das ist gut. So, kann ich auch schneller schwimmen? Nein, das habe ich schon öfters probiert, ne? Aber vielleicht kann ich hier ein bisschen rennen. Rennen ist immer noch schneller wie schwimmen. Oh, Sand? Jo. Und wir können uns diese Schnapperdingsbums da holen von den Viechern. Das ist gut. Das sind doch diese Robben oder was das sind. Können wir uns auch gleich mal ein paar holen. Trockenton, jawohl. Was? Hau doch zu. Oh Mann. Was war jetzt da wieder? Das war wieder irgendein Buggy. Komm, schau, dass du dich versteckst. Oder versuch dich zu verstecken. Gut, Watschelzahn, genau, Watschelzahnspeck war's. Ich muss noch mal kurz zurück. Nochmal schauen, ob da noch irgendwas rumliegt. Jep, nochmal Watschelzahnspeck, hervorragend. Alter vergammelter Fisch. Und sonst nichts mehr. Gut. Wir müssen ja eh da hoch, also von daher hat schon gepasst. Ja, ja. Ich wollte dich gerade treten. So, Karibinessenz. Jawohl. Alles immer gut. Und wenn es nur zum Tauschen ist, Alperfantenzeug.
wieder die Kleinen erwischt. Energized. Ups. Ach komm. Na gut, lass sie laufen. Wir gehen da hoch. Wenn du mir mitten in den Weg läufst, dann hau ich natürlich zu. Komme ich da hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Muss ich außenrum leider. Da oben waren wir schon auf dem Turm. Oh, komme ich da hoch? Könnte sein, ne? Es wäre jetzt auf jeden Fall bitter, wenn wir runterrutschen würden. Servus. Für das, dass ich die so bekämpft habe, ne? Sollten die mir eigentlich niemals Freund sein oder neutral sein. So. Servus. Ich grüße dich, ich heiße Yu und ich bin der Minz der Menschen. Der Minz. Der Minz, was im Namen des Paradieses macht dich glauben, dass du hierher kommen darfst? Ich bin wichtig. Wichtig? Keine Randfiguren von irgendeiner Gruppe haben uns irgendwas zu sagen. Komm zu uns zurück, wenn du eine Art von Prinz, ja, genau das bin ich. Ich habe mich nur versprochen. Ein Prinz, hm? Interessant, also diese Halskette steht dir aber auch gut. Was können wir für dich tun? Ich suche nach Informationen über tragische Ereignisse der Vergangenheit. Oh, die große Tragödie unseres Volks. Jeder sollte über sie Bescheid wissen, damit so etwas nicht nochmal geschieht. Die Golladigak-Häuptlinge vor mir haben einen Schrein im Gedenken an die größten Helden und Verbrecher dieses Ereignisses gebaut. Wo soll ich nach diesem Monument suchen? Auf einem Hügel im Osten, der das große Meer überragt. Seine offizielle Tür hat einen Mechanismus, der nur während der ersten Stunden des Tages geöffnet ist. Darüber hinaus sind die Ereignisse in einer uralten Sprache verfasst. Du wirst diese Übersetzungsschriftrolle benötigen. Ich werde für immer dankbar sein. Für einen Prinz ist mir alles recht. Oh Mann. Das heißt, wir müssen jetzt... Moment, das ist der Turm da vorne. Der offizielle Eingang des Schreins ist nur während der ersten Stunden des Tages geöffnet. Erkunde den Ort des Monuments. Und das ist hier. Okay, dann sollten wir da mal schleunigst hingehen. Weil ich glaube, noch sind wir... Oh. Noch sind wir in den ersten Stunden des Tages. Ja. Ich trau mich. Ah. Naja, gut. Bin ich jetzt zu weit runtergefallen? Verdammt, ich bin zu weit runtergefallen, oder? Der Turm war doch jetzt woanders. Der war doch irgendwo auf der Karte da vorne. Na, verdammter Kack. Ich mach wieder Zeug zusammen. Ja, aber der Ton läuft. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Wenn man da die letzte Woche bedenkt. Oh meine Güte, peinlich. Aber naja, auch das hat man überlebt. Warte mal, ich brauche mal hier irgendwas. Genau, das da. Mal wegfuttern. Gute, gute. Servus. Ich dachte jetzt, der Turm wäre sonst wo. Ja, aber warum... Warum... Habe ich jetzt dich noch mal drauf auf dem Radar? Wir müssen doch dahin. Ich mache mal eine Markierung. Und zu dieser Markierung laufen wir. Da ist sie. Ja, sowas Komisches aber auch. So, nee, hier geht es mir ein bisschen zu weit runter. Ich meine, wir haben die ersten Stunden des Tages, ne? Ich sollte mich halt irgendwie... Ich hoffe... Ah, von da... Dankeschön für den Hinweis, dass es da runter geht. Die,
groß. Ich hoffe, wir schaffen das. Das ist ja aufgezählt. Du brauchst nicht mit denen kämpfen. Du rennst jetzt gefälligst. Renn, renn, renn. Na gut, die Fettpflanzen müssen wir mitnehmen, ne? Das ist klar. Wenn die uns so vor die Füße gelegt werden. Ich meine, da waren wir ja auch schon, ne? Aber ich glaube, das war nicht offen. Tja, wir haben jetzt seit Nacht. Ha! Das ist die Frage, was wir machen. Aber da waren wir schon drin. Das ist jetzt ja total blöd. So was Doofes. Naja, gut. Dann sollten wir vielleicht... Der Part wird jetzt immer allzu lang gehen. Vielleicht nur 5, 6 Minuten. Und da wird jetzt die Zeit eh nicht reichen. Insofern gehe ich mal noch ein bisschen hier Fettzeug sammeln. Oder dieses Fleisch da sammeln. Weil es bringt jetzt halt nichts, wenn ich mich mit euch zusammen dahin stelle und Löcher in die Luft starre. Deswegen sammle ich halt jetzt da noch Schilf oder was weiß ich. Dünenreis. Und vielleicht finden wir nochmal ein paar so Viecher von diesen Robben. Servus. Na, wie geht's, Jungs? Alles gut? Jetzt sind sie mir halt nur noch neutral, ne? Nichts mehr mit freundlich und so. Nein, ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch. Aha. Was, warum? Ach so, jetzt dachte ich schon, warum leuchtet es da so rot? Jo, servus! So, gucken wir mal ganz kurz, wo der Händler ist. Vielleicht bin ich auch schon an dem vorbeigelaufen. Ja, ich bin an ihm vorbeigelaufen, ganz klar. Aber ich bin mir jetzt halt gar nicht sicher, ob ich jetzt... Bin ich jetzt Freund mit denen oder nicht? Ja, ich bin bloß neutral mit denen. Aber habt ihr überhaupt irgendwas, was ich brauchen kann? Eigentlich die Dinger da, ne? Die Kariblin-Überfall-Fackel. Hitzewellengerücht. Sturmgerücht. Ich glaube, das kann ich nicht, das kann ich nicht handeln mit denen. Also auch wenn ich denen noch so tolles Zeug anbiete wahrscheinlich. Ja, ich tausche nur mit Freunden. Ja, ja, ist in Ordnung. Na gut, es bringt jetzt auch nichts, den Part unendlich in die Länge zu ziehen, einfach nur, dass ich den Part voll habe mit 30 Minuten. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns im Grunde dann morgen wieder und wir machen dann quasi diesen Turm. Das heißt, ich stelle mich da davor hin, warte, bis die Tür aufgeht und dann werde ich den Part starten, ne? Insofern wünsche ich euch jetzt halt noch einen guten Tag, schöne Nacht, was auch immer. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.